So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu Sunkenland mit dem, ja ihr seht schon, den wunderbaren Floki. Warum diese Pause? Warum diese Pause? Ich weiß es nicht. Ich habe mich so gefreut und ich konnte die Freude nicht zurückhalten. Das klang anders. Wir haben die Gummienten gefunden. Nein, wir haben die Gummienteninsel eingenommen. Mhm. Wir haben sie wir besiegt? Wie hießen die? Boah. Plünderer, oder? Plünderer waren das, glaube ich, ja. Mhm. Und wir müssen uns immer noch hier ziemlich zurechtfinden. Es ist nicht ohne, aber... Und wir haben Mutanten schon abgewehrt. Mhm. Ja. Ich bin gespannt, ob die jede Nacht kommen, tatsächlich. Boah, das wäre so richtig Ding-like. Also so richtig Forest-mäßig. Und aber die halt auch stärker werden. Ja. Aber wir müssen dann auch auf jeden Fall, finde ich es gut, dass wir eine erhöhte Basis haben. Aber wir benötigen dann auch auf jeden Fall Pfeile, ne? Ansonsten wird es halt schwierig mit der Abwehr. Ja, safe. Okay, pass auf. Ich brauche jetzt aber Scheißbuchs. Beutel, kann ich den jetzt anziehen? Okay, ich habe mir jetzt so einen Beutel gebaut. Damit kann ich jetzt ein bisschen mehr tragen. Das ist schon mal nice. Warum willst du denn das mehr tragen? Okay, 2 Minuten haben wir überstanden, das wird schon. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Weil rein theoretisch können wir mit dem Wasserreiniger mehr Wasser in Süßwasser umwandeln, ne? Das hilft bei deiner Fresse auch nichts mehr. Was? Warum? Warum bist du so? Ich wollte einfach nur gerade mit dir abquatschen. Wo kam das auf einmal her? Ja, kannst du mal bitte aus Bertha rausgehen? Nein. Ich habe genauso Anspruch auf Bertha wie du. Und ich sortiere jetzt hier erstmal. Ich brauche Komponenten. Sortieren. Okay, dann sortiere mal. Ich halte dich nicht davon ab. Bogen habe ich. Die Axt ist halt eher zum Abbauen und dann nehme ich mir die Stachelkeule. Boah, ich bin noch dezent überfordert mit allem so. Grundsätzlich. Es geht. Ich lasse es gerade einfach auf mich zukommen. Bin heute tiefenentspannt. Sehr gut. Das ist das Wichtigste. Sollen wir, ich weiß nicht, soll ich eine Wand bauen? Aber sag mal, hast du denn die Komponenten? Die habe ich hier. Warte. Mhm. Ja, jetzt kann ich nicht an die Bertha. Ich bin extra aus Bertha raus. Ich habe immer noch. Warte hier. Okay. Wie viel? Mann, warum sagst du sowas? Hör auf damit. Ich brauche jetzt Metallschrott. So. Ja. Okay. Guck mal, ich baue mal einen Wasserreiniger, ne? Damit wir hier mal Wasser bekommen. Alter, wir brauchen für. Okay. Wo wollen wir den denn hinklatschen? Hier so? Den Wasserreiniger? Ja, wir haben ja hier so 9 Felder im Britten. Dieses Lagerfeuer ist auch monströs, gell? Ja. Ich mach jetzt erstmal das, was ich auch schon immer geliebt habe zu machen in anderen Spielen. Ich gehe angeln. Also baue ich den Wasserreiniger jetzt dahin, wo ich hingeguckt habe? Ja, mach das doch, wie du möchtest. Links, du bist ein freier Elf. Rechts neben Bertha? Ja. Mach ich neben Bertha, oder? Klingt gut. Ja. Okay. Wasser trinken, Wasser nehmen. Hm? Okay, wir brauchen diesen... Mehr Wasser hinzufügen. Du hättest halt die Truhe zumindest gerade bauen können, aber du hast ja wirklich gar keinen Anspruch, Kollege. Kannst du mal Bertha in Ruhe lassen? Ich will jetzt auch mal an Bertha. Ja. Auch die Angelköder. Hier, dafür lasse ich dir die Pilze. Du hast gerade Bertha diskriminiert, ne? Du hast sie schief genannt. Sie ist auf die schiefe Bahn geraten, Floki. Ich hab jetzt erstmal einen Eimer gebaut und geh Wasser holen. Okay. Ja. War schön mit dir. Jetzt. Okay, ich geh angeln. Ja. Bitte geh. Bitte geh in die andere Richtung. Okay, mach ich. Aber versuchen wir es nochmal? Nein, ich bin tot! Was? Ich hab mich umgebracht. Ich konnte das nicht mal ertragen. Aber ich bin tot. Ich bin. Warum bist du tot? Ich wollte.
aus dem Grund Wasser machen, weil ich nichts mehr zu trinken hatte. Und ich habe mich geschämt zu fragen. Und jetzt bin ich daran gestorben. I'll be back. Ey, du bist wirklich tot. Ja, ich bin wirklich tot. Ich dachte, ich krieg das schnell genug hin, aber mein Lebensbalken ist dahin, also dahin geschwunden. Auf mich da kurz rein. Aber ich kann jetzt Wasser sammeln. Oh. Was Alter, denn? Alter, ist das schwierig. Alter, ist das Angeln schwierig. Warum? Boah, da kommt irgendwann so eine Leiste und da musst du dann genau so ein kleines Feld treffen, damit du den Fang einholst. Das ist richtig schwierig. Das klingt wie das Angeln in Stardew Valley. Ich hab nie Stardew Valley... Du hast nie What? Stardew Valley gespielt? Nein, aber ich weiß, dass du und Synthet das sehr lange gespielt haben. Das Spiel ist mega geil. Ich würde es jedes Mal mit... wir können das auch mal gerne spielen. Okay. Wenn du magst. Ja, jetzt bleiben wir erstmal bei Sanken. Jetzt haben wir es... Oh, ich habe was gefangen, oder? Ja, okay. Ist das cool? So, Ist die Prasse cool? Ja. Ja, hat sie eine Sonnenbrille auf, oder was? Ich habe das Gefühl, der verarscht mich schon wieder. Wie kann man denn den Eimer auffüllen? Mann... Moment, ja. ich gehe mal wieder aufs Motel hier. Ja, Moment. Boah, das Angeln ist richtig schwierig, ey. Jesus, Mariah Carey und Joseph. Oh ja, jetzt geht's. Okay. Man hat am Anfang immer den Bug, dass man, wenn man spawnt, man den Eimer nicht... Ich kann den auch nicht auskippen, das ist lustig. Ich schleudere den die ganze Zeit rum und passiert nichts. Ich habe doch gesagt, du sollst während den Aufnahmen nicht schleudern. Ja. Ich habe dir gesagt, dass es nicht in Ordnung ist, auch wenn die Videos ab 18 sind. Aber ich hab einen Wahoo gefangen. Ich kann doch meine Waschmaschine nicht ohne Schleuderprogramm anschmeißen. Ich hab einen Wahoo gefangen. Ein Wahoo? Was hast du? Was soll das denn sein? Ich habe einen Wahoo gefangen. Ein Wahoo? Ja, W-A-H-O-O. Wie würdest du es betonen? Wahoo! Das ist ein Wahoo. Wahoo! Das ist ein Aal. Boah, ich sehe von unten, von hier aus sehe ich schon die Plattform, die wir haben. Gott im Himmel. Ich glaube, ich habe jetzt 6 Köder verbraucht und habe erst 2 Fische gefangen. Es ist so schwierig, aber es ist nice. Hat es mit dem Wasser eigentlich geklappt? Ja. Ich musste nur mal aufs Motel und die Slots wechseln und dann konnte ich... Oh, es ist viel einfacher, als ich dachte. Ja, du kannst, ich dachte, du musst halt, weißt du, die Leiste geht irgendwann von unten, die taucht auf, dann geht sie von unten nach oben. Und ich dachte, du musst halt dann sofort treffen, aber die geht dann hin und her. Also du musst jetzt nicht den ersten Versuch gleich landen. Ah, okay. Also es ist schon relativ fair und dann geht's easy. Okay, ich brauche jetzt hier noch Holz. Ja gut. Und ein Köder. Hat es geklappt? Ja, was hinzufügen. Holz hinzufügen. Ja, wir brauchen noch Holz. Und ein Köder funktioniert aber nur einmal, ne? Ist klar. Glaube ich. Oder? Ja, die funktionieren nur einmal. Das ist die Frage. Macht mal den Köder. Sind doch an sich nur Würmer, glaube ich, bisher, oder? Ja. Kann man die vielleicht beim Graben mitfinden? Wie habe ich die denn gefunden? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, also bisher lagen die immer in den Kisten. Soll ich mal hier, schau mal genau da, wo du jetzt drunter gelaufen bist, soll ich da eine Leiter hinbauen? Ich habe Ich weiß nicht, ob die klettern können, ne? Aber dann hätten wir halt... Oh, da unten kommt jemand. Die kommen angeschwommen, da unten. Die kommen schon wieder hier rüber. Ja. 4 Stück? Von wo kommen die? Von da hinten? Ich würde halt erstmal sehr gerne irgendwie hier einen Spawnpunkt haben. Ich will nicht andauernd kilometerweit. Ja, stimmt. Das ein Bett brauchen wir dafür. Ja. Willst du nicht erstmal von hier oben schießen? Ich bin mittlerweile relativ confident, muss ich sagen, mit dem Bogen. Oh! Ja, aber die sind in der Mehrzahl, ne? Da sind halt 3 Leute. Ja, und der hat mich halt hinterlaufen. Einfaches Bett. Stoff. Ohne Schau.
Ich will ja diese Kampfsache hier nicht komplett ignorieren, aber ich baue uns mal ein Bett, ja? Ja, ja, mach das, kümmer du dich darum und ich hau die weg. Okay, das ist Gummi. Die halten mittlerweile, ich glaube, die werden jetzt schon stärker, weil ich hatte so das Gefühl, die vom ersten Überfall hatten irgendwie 2 Pfeile gefressen und die geben sich jetzt halt schon 4. Da bist du. Oh, ich habe ihm zwischen die Beine geschossen. Aber nicht getroffen, das ist das Traurige dran. Keine Gokolores. Mutanten Gokolores zum Abendessen. Was ist das? Hast du zufällig Stoff in deinem Inventar? Einen. Einen? Mhm. Ach du Kacke. Oh, ach, nein! Du Kacke. Ach. Vorsicht. Ja, da kommt er auch nicht hin. Ja, die haben nur ein bisschen Ding dabei. Food. Guck mal, das sieht aus, als ob es irgendwie ein Rohstoff hier wäre, ne? Ja, das kann man abbauen. Mit der Spitzhacke. Okay, ich sammle derweil mal noch ein bisschen Wasser. Mhm. Baumwollsamen. Aber gut, aber das ist schon mal Baumwolle. Wasser nehmen? 10? Keine leere Wasserflasche im Inventar, okay. Oh nein. Was? Wie macht man denn dann Wasserflaschen? Ich dachte, du hast dir einen Eimer gebaut, oder? Ja, ja, ich habe einen Eimer. Damit hole ich jetzt Wasser aus dem Meer. Aha. Und fülle es in unseren Apparat. Okay. Jo. Kann man daraus direkt trinken oder muss man das umfüllen? Mm-mm, da kann man direkt draus trinken. Okay, das ist perfekt. Okay. Das reicht mir für den Anfang. Mich würde halt interessieren, ob man... Bin müde. Ich würde gern so einen Steinball, das bringt uns ja jetzt gar nichts mehr. Das würde ich halt gern zerlegen, weißt du? Was denn? Was? Das Steinball? Ja. Warum hast du was gesagt? Ja, weil du gesagt hast, was denn? So, ich würde das Steinball gern zerlegen. Was denn? Ja, weil ich nicht verstanden habe, was du da gerade von dir gegeben hast. Also wir haben gerade aneinander geradet. Geradet. Ich wollte gerade das Wasser in Bertha kippen. Schau mal, Floki. Weißt du was? Ja. Was zwischen zwei Freunden einfach immer fehlt? Was nie fehlen darf? Ein Grill. Ein Barbecue. Geil. Aber nicht die goldenen Kartoffeln da draufhauen, ne? Ja, was ist das für eine Krabbe? Geil. Das riecht schon herrlich. Oder ist es dein Moschusgeruch nach mittlerweile 3 Tagen im Wasser? Ja, wenn du schon die ersten Algen zwischen den beiden ansetzt. Ja, könnte beides sein, ne? Könnte beides sein, ne? Was passiert eigentlich, wenn wir diese Molotow-Cocktails nutzen? Soll ich das mal ausprobieren? Ja, vielleicht, wenn die nächsten Mutanten kommen, würde ich auch sagen, ja. Aber dann ist unsere Theorie, dass die nur im Arm kommt, schon mal hinfällig. Ja, die ist vollkommen für den Arsch. Und weißt du, warme Jacke, Lederrüstung, da brauchen wir Leder. Und den Meister Leder. Hast du noch was zu essen? Was ist denn mit der Krabbe? So, gönn dir mal. Aber man kann nur eine Krabbe drauflegen. Ich hab auch noch. Warte, komm mal her. Ja. Ich hab auch noch Fisch im Inventar. Nein, nicht essen, du Dumme! Hast du gegessen? Ich habe mein Fischfilet gegessen. So. Ich wollte gucken, ob man das braten kann. Hier Erdbeeren habe ich bloß. Mhm. Dankeschön. Ich schaue gerade noch ein bisschen, was man. Also einfacher Grill gibt's. Ein Beet könnte man bauen. Der Forschungstisch wäre halt wahrscheinlich wichtig gewesen, aber jetzt haben wir unsere Komponenten. Gut, Wasser war halt wichtiger. Ich glaube, wir müssen relativ bald wieder auf die Suche gehen, mein Lieber. Nach Zeug. Ich hätte halt gern irgendwas, womit wir länger tauchen können. Ja gut, ich glaube, da müssen wir noch lange drauf warten. Ich meine, wir haben ja nicht mal richtige Kleidung momentan. Okay. Pack gerade Sachen aus Bertha in den Rucksack. Geiler Typ.
Baumwollsamen, Baumwolle, Pilz, okay. Die güldene Kartoffel. Dann habe ich noch dreimal Metallschrott eingesammelt. Du kannst halt nur einen so einen Fisch drauflegen. Aber kann man. Ach nee. Das ist so dafür. Das ist halt jetzt nicht so geil. Okay. Was brauche ich denn? Wenn wir jetzt schnorcheln gehen, dann brauche ich den Bogen und die Pfeile nicht. Die Keule kann man ja unter Wasser nutzen, gell? Ich konnte sie nicht unter Wasser schwingen. Nicht? Nicht, nein. Oder ist das jetzt wieder einer deiner Scherze? Nein, also ich hab's am Anfang, wenn man spawnt, dann funktioniert das irgendwie nicht oder ich bin zu blöd dafür. Dann bin ich halt aufs Motel, dann habe ich sie in der Hand genommen, da geschwungen und dann habe ich es im Wasser nicht mehr geschwungen. Also musst du mal ausprobieren. Okay. Aber rein theoretisch, wenn man sowas wie Haie und so hat, muss man ja irgendwas haben, womit man unter Wasser kämpfen kann. Also ja, die Frage ist, ob das einfach mit dem Speer geht, weißt du? Mhm. Okay, also mit der Axt kannst du kämpfen. Okay. Du kannst auch mit der Keule kämpfen. Okay, sehr gut. Du hast es einfach mal wieder verkackt. Warum ich denn? Weil du es behauptet hast. Ich habe behauptet, dass du am Anfang das nicht machen kannst. Und ich es danach nicht mehr ausprobiert habe. Ich weise weißt, jegliche ich... Schuld von mir. Natürlich, weil du nie Verantwortung übernimmst. Nee, mache ich auch nicht. Gut. Oh mein Gott. Nenn mich einfach Odin. Ja, sag ich doch. Weißt du, was ich gefunden habe? Waffenteile, Pistolenmunition. Okay. Habe ich einfach aus dem Polizei... Red weiter. Habe ich einfach aus dem Polizeiauto hier rausgezogen. Geil. Gummi, Benzin, dann noch Komponenten und Metallschrott. Und Signalfackeln. Das mit dem... Ich weiß nicht, seit wie vielen Spielen ist es so, dass so Gegenstände, also so, du sammelst nicht immer, du findest Baumwolle, aber du sammelst nicht einfach Baumwolle, sondern du sammelst auch Baumwollsamen. So. Ja. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Trend. So, man hat auch Samen, weil man muss dann auch irgendwann selber anbauen. Ja, oh, hier habe ich Angelköder. Aber das ist doch gut, oder? Oder willst du nur ein reines Loot-System haben? Ich weiß nicht. Findest du rein looten cooler, als selber noch anbauen? Nee. Nee. Also ich finde die Mischung daraus eigentlich sehr gut. Ja. Ist ja recht. Oder willst du mit mir jetzt nicht weitersprechen? Willst du dich jetzt angegriffen? Nee, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir nicht so viel reden. Ach so, ja, okay. So, ich baue jetzt hier mal ab. Okay, es gibt Eisenerz, es gibt Kupfererz. Und wie viel von dem Zeug lüge ich denn? Meinst du, es reicht uns ein Bett zum Respawn? Also wir können es jetzt gerade eh nicht bauen, aber... Ich glaube, das habe ich in den Einstellungen festlegen müssen. Echt jetzt? Hast du ein Bett gebaut? Nee, mir fehlt halt Stoff dazu, ne? Ach so. That's my problem. Ach, scheiße. Ja. Ja, ja. Ey, ich hab zwei Stoff. Wir haben keinen Platz mehr in der Kiste. Hier drin haben wir einen Stoff. Jetzt guck ich mal. Bauen. Du hast doch einen Wassereimer, oder? Ja, ja. Auch schnell einmal. Da muss man dann da runterlaufen? Ja. Oje, oje. Also rein theoretisch hätten wir das Ding auch unten bauen können, aber... Ich weiß halt nicht, ob die das kaputt machen. Ach so. Meinst du, die greifen das dann an? Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen, dass die halt, weil alle, also zumindest hier auch die Holzplanken und so von unserem, ja, nennen wir es jetzt mal Haus, die haben alle Lebenspunkte. Und ich glaube halt, dass die normalerweise angreifen würden, wenn die hinkommen könnten. Ja, gut. Stimmt, hier, der Wasserreiniger hat 400 Trefferpunkte, wenn ich das hier so interpretieren darf, ja. Deswegen ist tatsächlich, glaube ich, dieser Baupunkt... Also die Leiter, glaube ich, können wir bauen. Weil das ist nicht... Also da kommen die auch noch nicht hoch. Ich kann ein Bett bauen. Ein Bett kriege ich hin. Pass auf, wir probieren das jetzt.
Und ich baue eine Leiter. So. Kannst du mir den Stoff geben? Das funktioniert ja gar nicht. Kannst du mir mal den Stoff geben? Den Stoff. Aber den guten Stoff. Ja, ja, Digga. Ich glaube, ich muss mich bei dem Spiel einfach noch mehr entspannen, dass das so eine richtig lange Reise jetzt wird. Okay, wow. Mit einem Wassereimer hochkommen ist schwieriger. Wo soll ich denn das Bett? Ist alles ziemlich eng hier, aber ich denke mal in die Ecke. Ja, ja, somit uns dann schön warm ist, weißt du? Schlafen, ich an den join, Team member, all member. Schlafen, joins und member? Ah ja, okay, guck mal, wir können jetzt hier zusammen. Kannst du... Mal. Wollen wir es mal in der Nacht ausprobieren? Ob wir jetzt zusammen im Bett schlafen können? Was willst du mit mir in der Nacht ausprobieren, Floki? Schlafen! Achso, miteinander. Ja. Nein! Also, im Bett. Okay. Unromantisch. Nein! Wie, also doch romantisch? Nein. Also, du musst dich schon entscheiden, was du möchtest. Ich will allein sein. Ich will zu den Plünderern. Ich wechsle Seiten. Warum? Wechselst du jetzt deine Frisur, also die Seiten? Machst du die eine dann auf? Okay, du hast zu lange überlegt, Digga. Ja, ich hab's verkackt. Ja, aber wirklich, du hast es selbst verkackt, gemerkt, oder? Ja, ich hab's irgendwann einfach nicht mehr. Ja, ja, nee, ich hab die Kurve nicht mehr bekommen. Ich hab die Kurve einfach nicht bekommen. Ja. Einfach undankbar. Aber es ist gut, dass du selbst einsiehst. Ja, manche Sachen muss man halt einsehen. Das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Schau, das ist der Wahoo, der da gerade drauf liegt. Ja, der braucht ziemlich lang. Der ist auch ziemlich lang. Sehe ich nicht. Will ich nicht. Stinkt. Nimm jemand anderes. Was können. Okay, wir haben jetzt. Wir machen Trinkwasser. Ist schon mal toll. Wir können grillen. Ist auch großartig. Ja, ich brauche trotzdem was zu essen. Und der Fisch liegt da seit 3 Stunden drauf und ist noch nicht durch. Ich gehe nochmal angeln. Ich habe Hunger. Hey, ich habe den anderen Fisch aufgesammelt. Der war längst fertig. Ach so, warum sagst du nicht? Ich hab doch. Jetzt habe ich die Angelköder oben gelassen. Grollemuck. Wie bitte? Achso, jetzt bist du da dran. Ja, muss meinen Pilz hier ablagern. Holz und Stoff für ein Beet. Okay. Ja, Forschungstisch wäre halt krass wichtig. Einfaches Bett haben wir. Markierungsfrage, Holztruhe. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Metalltruhe einfach mehr Gegenstände auffängt. Hoffe ich. Reifenstapel. Ein Haufen abgenutzter Reifen um Schutz. Ach so, das sind Verteidigungsanlagen. Reifenstapel? Ja. Reifenstapel sind Verteidigungsanlagen? Ja. Reifenstapel? Aber inwiefern soll denn ein Reifenstapel verteidigen? Hä? Wie bei Formel 1, weißt du? Da haben sie doch auch Reifenstapel am Rand stehen. Du bist auch so ein Hochstapler. Damit, wenn der da mit 200 km/h gediegen reinknallt, das, nur zu 50% tödlich endet. Mhm. Aber es wird schon wieder Nacht. Kann ich dich kurz anbetteln? Wegen was? Wegen Essen. Warte, ja. Nein, ich hab was zu essen. Ich brauch dich nicht anbetteln. Ist der Wahoo fertig? Ja. Oh, sag mir unbedingt, wie der geschmeckt hat, du. Boah! Ehrlich. Papa, oh ja, Papa hat dir mal ein Stück Fleisch auf den Grill gelegt, ne? Ehrlich. Das wird munden. Okay, Was? Das wird munden, sag ich dir, ne? Ehrlich. Ich würde jetzt hier nochmal schnell dafür sorgen, wir sollten darauf gucken, dass dieses Meerwasser da drin immer voll ist. Ja, aber Moment, ne? Ich muss mir erstmal den Wahoo in den Wanst hauen, ne? Du betonst es völlig falsch. Wahoo! Wahoo! Meinst du, das war die Absicht hinter Yahoo? Ja.
glaube auch langsam. Ich glaube, bald einen Fisch geben, der heißt Mugel. Ich bin sicher, dass es nicht Muggel heißt. Muggel. Guck mal nochmal was. So wie wir spielen, sind wir definitiv Muggel. Auf jeden Fall sind wir das. Auf jeden Fall. Und dann würde ich tatsächlich, also ich würde jetzt... Willst du schlafen? Willst du mit mir schlafen gehen? Weil das Spiel sagt, ich bin müde und ich muss mich ausruhen. Und das Spiel möchte, dass ich halt nicht alleine schlafen gehe. Och, natürlich. Loki, wenn ich mich zu jemandem legen möchte. Und schon das schön unter dem Sternenzelt. Ist das auch noch so ein kleines Bett? Ja toll, jetzt ist es dunkel. Ja. Ja, aber zumindest haben wir geschlafen. Etwas. Ja. Jetzt habe ich wieder Hunger. Ja, voll. Wir haben jetzt nur Zeit totgeschlagen und haben beide wieder Hunger. Das war richtig dumm. Ja, aber wenn wir müde sind, dann müssen wir doch pennen. Nimm dir doch jetzt mal das Essen. Ja, hast du noch genügend? Ja, ja. Also. Okay. Oh, Schmackofatz, ne. Schmackofatz, herrlich. Eisenerz habe ich gefunden. Was ist das? Das Wasser, Kartoffeln, das Kupfererz kann ich reinpacken. Das Holz brauche ich selbst. Metallschrott. Ich baue mir jetzt eine Umzugskiste. Und dann ziehe ich aus. Ich dachte, das ist mit uns ja was Besonderes. Baumwollsamen. Immer wichtig. Wie hast du den Sack auf deinem Rücken gemacht? 6 Stoff und ein Seil. Ja gut, das haben wir nicht. Na pass auf. Pass auf. Nee, das haben wir nicht. Wir haben 4 Stoff. Aha. Ja gut. Ja. Aha. Und, du Idiot? So, guck dich mal um jetzt hier, mein Jung. Was geht denn da ab? Achso. Da drüben wie ein UFO. Was? Weil das ja so geleuchtet hat und ich habe nur den. Guck mal. Siehst du das? Sieht mächtig aus. Ja. Aber wo wollen wir denn hin? Weil überall ist anscheinend sehr gefährlich. Ich würde sagen, da drüben noch nicht, weil das sind sehr viele Gebäude da drauf. Vielleicht. Ich schaue schon wieder zum Handelsposten. Ja. Vielleicht da hinten auf diese hohe Brücke mit den Apparatschaften da drauf. Die Frage ist halt, ob wir einfach versuchen zu tauchen und so Komponenten zu finden, damit wir diesen Ding bauen können, diesen Forschung. Ich glaube halt, wenn wir den Forschungstisch kriegen, weißt du, dass wir dann ruckizucki dass wir dann sowas wie eine Taucherbrille oder so eine Taucherflasche erforschen können. Das ist so meine Theorie und ich habe so das Gefühl, das halbe Leben spielt sich unter Wasser ab. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber habe ich das jetzt gegessen? Ich wollte es doch nur nehmen. Ich baue mal nochmal eine Holztruhe, ne? Okay. Weil ich hab noch sehr viel im Inventar und falls wir jetzt tauchen gehen und wir sterben, dann wäre das nicht so nice. Kann ich die Holztruhe auf die Holztruhe setzen? Ja, perfekt. Und wie nennst du sie? Eigentlich? Ich finde, das ist was, worüber man sich Gedanken machen sollte, bevor man es baut. Okay. Wie wär's mit Dieter? Ich finde, du solltest ab sofort keine Entscheidung mehr bezüglich der Namen treffen. Dann triffst du doch eine Entscheidung. Nennen wir sie Dieter. Gut. Dann nennen wir sie Dieter. Okay, Dieter liegt jetzt auf Bertha. Schau mal, ich hab hier ein Beet gebaut. Da wächst jetzt eine Kartoffel. Sieht aus wie ein Scheißhaufen, aber es ist wirklich eine Kartoffel. Mal hoffen, dass es nicht musikalisch ist. Am Ende nennt sich's noch Beethoven. Der geht mir so auf den Sack. Brauch es Wasser, eigentlich? Frag für einen Freund. Oder soll ich meine Fackel reinstecken? Was? Was denn? Vielleicht ernährt es sich von Wärme, von Liebe. Okay. Von Energie!
Energie! Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt tauchen. Okay, ich komme mit. Habe ich alles aus dem Inventar? Ja. Oder was ist. Siehst du diesen Klotz da hinten? Der so ein bisschen wie das Gefängnis von Azkaban aussieht. Das Hochhaus da drüben? Ja. Ja. Wollen wir da hin? Sinnvoll. Oder hier diese Brücke. Ja, ja, das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. Okay, dann lass uns da hin, oder? Mhm. Wir können ja mal gucken. Risiko. Wir sandeln ja jetzt hier schon seit 1,5 Stunden wieder rum. Ist unglaublich. Es ist ein Zeitfresser so. Ja, ja. Ich werde mir wahrscheinlich beim Schneiden der Videos vorkommen, als ob wir keinen Progress haben. Ja, und ich hoffe so, dass einfach mit den Einstellungen alles passt, mit den Audiospuren. Am Ende fehlt so eine Audiospur und dann denkst du, Scheiße. Ja. Okay. Alles für die Katz. Okay. Dann klappe die dritte. Ja,